Mahlzeit, Leute, hier sind wir wieder bei Mafia und die Renovierung der Bar ist auch noch nicht ganz abgeschlossen. Bisschen Kohle habe ich, gucken, was wir machen können. Willkommen zurück. Was können wir noch machen? Weiß nicht, ob das jetzt hier freigeschaltet ist. Nein, ist es noch nicht. Wir sollten vorsichtig sein. Nicht, dass die Leute denken, wir wüssten, was wir tun. Gute Wahl. Hey, wie ich sehe, lässt du Oscar jetzt anständige Klamotten tragen. Vielleicht bist du zu jung, um dich zu erinnern, wie Sammy dieses Wandbild hat. Dieses Wandbild wird die Leute an Sammy erinnern, an alles, was er getan hat. Okay. Den Blick kenne ich. Kennst du Lil Ernie? Wir haben schon überlegt, ob seine Band hier spielt, aber seit 2 Tagen hat ihn keiner mehr gesehen. Angeblich kifft er gern draußen im Bayou mit ein paar weißen Jungs. Wie ich höre, ist einer von denen der Dixie-Junge, den du verjagt hast. Scheiße. Wahrscheinlich haben sie sich an Lil Ernie vergriffen. Die Dixies wollen immer ein Zeichen setzen. Ich fahr da mal rüber, mal sehen, ob ich Lil Ernie aufspüren kann. Ich mache mir Sorgen um Lil Ernie. Schau mal bei ihm vorbei, ja? Karre. Schon wieder so weit. Das Ding ist eigentlich ganz schön schnell. Alles kaputt von was es hier gibt. Okay, wäre es weiter gewesen, wäre ich. Wenn da nichts gewesen wäre, ich weiter hinnehmen. Ich kenne die jetzt. Meinen Freunden, Jay. Was für ein Trip, Mann. Wo
und... Du bist zu weit gegangen, Mickey. Lil Ernie hat niemand... Großer! Der Mistkerl ist hier! Beweg deinen Arsch! Ich sagte doch, du sollst dich nicht mit mir anlegen. Na, Ratte kannst du nicht trauen. Ja. Ganz einfach. Medizin haben wir zwar nicht gebraucht, aber nehmen wir trotzdem mit. Einfach darunter hinjumpen. Hey, lass du mich hier noch mal raus? Scheiße, du bist doch Sammys Junge. Hey, Lil Ernie. Alles gut? Nichts, was ein Schluck Whisky nicht kuriert. Ich sag dir was. Diese Dixie-Jungs wollten deinen Arsch. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Aber ich hab mir gesagt, Lil Ernie, Sammy Robinsons Junge lässt dich nicht im Stich. Wohl nicht. Bist du sicher, dass du gut nach Hause kommst? Oh ja. Und sag mir und den Jungs Bescheid, wenn wir in Sammys Bar spielen sollen. Auf jetzt. Immer. Durchgehend. Hier haben wir noch 20.000. Müsste fast reichen. Wir fahren nochmal hin. Lampe ist kaputt. Das Ding auch immer drehen muss. Das Ding geht gut ab, also... Hallo. Bald gibt es nichts mehr, was wir hier noch verbessern könnten. Doch. Hey, hör dir mal Lil Ernie an. Hey.
endlich gibt's wieder ein Obergeschoss. Okay, oben haben wir nicht. Puh. Mal gucken, wie das hier aussieht jetzt. Was ist eigentlich mit den Einnahmen hier? Wieso kriege ich die nicht? Okay. Hier müssen wir noch mal gucken, was wir alles draus machen, so Billardtisch oder so. Ja, auch wieder Terrasse. Ja, Sammys Bau ein bisschen weiter renoviert. An der Trophäe sind wir natürlich auch dran mit dem Hot Rod. Und wir machen, was machen wir jetzt eigentlich? Wir könnten da hinten hin. Wir machen das ja. Wir müssen ja mit ihm reden. Passe ein bisschen. 20 Sekunden über 120. Okay, irgendwie auch nichts an den Straßen los hier. Und so kriegt man die Trophäe 20 Sekunden über 120 fahren. Ich wusste noch nicht mal, dass da eine Boxhalle drin war. Corley, Sie schreiben immer noch für das Drecksblatt, oder? Je blutiger, desto besser verkauft es sich. Und bei dem, was Sie da draußen machen, ich komme kaum mit dem Drucken hinterher. Haben Sie was für mich? Huren. Wer im French Ward eine Edelhure sucht, geht zur Handsome Harry Ruby Show. Ein eigenhändig von Lou Marcano ausgewählter Mann. Ich wette, dass Lou seine ganzen VIPs zu Harry schickt. Wenn's ein kleiner Fick sein soll, dann gehen Sie zu Harry. Der hat alles, was man braucht. Nutten an der Ecke, Pornos und wenn Sie Geld haben, lässt er Sie Ihre perversesten Fantasien ausleben. Um so einem Arschloch wie Harry gleich das Wasser abzugraben, müsste man den Geldfluss sofort stoppen. Ich sehe schon die Schlagzeile. Blaublüter von New Bordeaux in Sexskandal verstrickt. Oder vielleicht das finstere, perverse Herz der Stadt. Ich guck mal, was sie aus Harrys Leuten rauskriegen kann über die Operation. Und die reichen Gönner. Ach, zeigen Handsome die Harrys Zuhälter werden schon wissen, was er vorhat. Hat sich in den letzten Jahren sehr... Immer nach da unten. Oh,
Bin da. Vielleicht sollten wir ihn ein... Lauf doch! Ist lauf! Ah. Schuss! Ah. Oh. Ah. Mein Junge, dass ich kein Geld hatte. War eben so einfach wie bei den anderen ging das jetzt hier gerade nicht. Fand ich jetzt nicht so schön. Natürlich wieder ohne Regenschirm. Pass auf! Bitte passen Sie auf, Sie. Tut mir wirklich leid. Immer gleich hier hin. Ja, für normalen Kampf ist die Waffe einfach zu... naja. Das gleiche wie eben. Ich kann nicht glauben, was wir da gesehen haben. Der Penner hat's auf uns abgesehen. Recht ihm seine verfluchte Strafe. Er wurde angeschossen. Ist das dein Ernst? Schafft ihn mir vom Hals! Du bist verflucht kaltblütig, Junge. Wir sind unter Beschuss! Komm zurück! Ich sterbe! Helft mir! Bitte. Bevor die hier ankommen. Ich hab nichts gesehen. Du erzählst mir jetzt alles über das Plauhaus. Der Boss erwartet wichtige Kunden. Kranke Wichser, die gern den Mädels wehtun. Ich kann euch sagen, wo sie sein werden. Meine Crew meldet sich. Lauf! Lauf! Also wie gerade Mart mich da noch erwischt. Pass auf! Gehört mit Sicherheit. Ich kann sie nicht entschuldigen. Ist echt ein Idiot. Fahre. Ey, wo schickt denn das Ding nicht hin, ja? Weiß ich nicht, wie ich fahre, nee. Ich
Das ist alles, was du gestern Nacht verdient hast. Du musst mich versauen. Idiot, oder was? Wie geht's? Weg hier! Los, weg hier! Ich hätte gehört, wenn ich es nicht selbst ausprobiert hätte. Aber Gott ist... Warum sollte ich das tun? Einfach zum Telefon. Okay, also da. Ist das eine echte Knarre? Ganz ruhig, Mister. Ich hab nichts gesehen. Hey, pass auf. Sohn einer Hure. Aus dem Weg. Weg hier. Du bist verflucht, kaltblütig, Junge. Lass mich nicht. Weg hier. Verflucht, kaltblütig. Mhm. Ich habe euch befreit, Mädels. Ihr hört zwar jetzt mir, aber ist ja erstmal egal. Sage, Tony, es juckt ziemlich. Und ich sag dir, der Doktor kommt morgen. Machst du Witze, verdammt? Wie läuft's, Kumpel? Lenk mich nicht ab. So nennen sie das wohl, weil die Seele so ziemlich das Einzige ist, was man dir übrig bleiben kann. Na, wen haben wir denn da? Der Wichser geht ab und zu. Alle Einheiten. Verfolgung beenden. Suche abbrechen. Und Streifen wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen. Und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich begrabe dich. Wieder einer weniger. König haut er jetzt ab. Ich saß hier auch ganz schön scheiße. Von meinen 2000 sind jetzt nur noch 1000 da. Holen wir uns halt erst das. Allmächtiger!
dir hier. Ja, mein Gast! Unser Blut wurde vergossen. Ja. Wenn ich schon draufgehe, nehme ich dich mit. Ruf die Kopf! Habe ihn im Visier! Über mir ist auch noch was. Komm ich hier nicht raus, oder was? Ich bin hier reingekommen. Das Auto, ich will hier weg. Kann ich jetzt weitermachen? Dann gehen wir mal hier unten hin. Schießen mich und ich werde von der Polizei verfolgt. Meine Mama wäre gar nicht erfreut. Wenn jetzt geht's los! Er hat mir den Weg abgeschnitten! Los, schnell weg hier! Er läuft! Er hat mir den
Nutzlose Scheiße. Mir geht's hier übel an den... Wenn du mich tötest, als hättest du nichts, für das es sich zu leben lohnt. Kann ich nicht finden. Ich stecke hier... Scheiße, ich hab... Ich stecke hier fest. Meine Güte. Immer hier mal wieder schon sind. Die Leute haben richtig Spaß. Brechen wir das auch gleich auf. Ja. Also sagt sie, ganz sexy. Schätzt ihr, wenn du noch keinen Arschpulli. Hab hier Bargeld zur Aufbewahrung. Ich warte im French Wall. Ja, Leute. So haben wir erstmal die Sammys Bar ein bisschen aufgebaut. Und natürlich hier noch ein bisschen aufgeräumt. Was wecken wir heute in die Bar? Und dann geht's nächste Folge weiter. Macht's gut.